Festlicher Empfang im Stadtschloss von Weimar. Die Kulturelite trifft sich im Schatten Goethes. Das Goethe-Institut lädt ein zur Verleihung der Goethe-Medaille 2011. In diesem Jahr im Fokus Europa mit Preisträgern aus Frankreich, Polen und England. Aus der kommunistischen Pfadfindergruppe heraus gründete Michnik als 15-Jähriger den Club der Widerspruchsucher. Ein wunderbarer Titel. Im Widerspruch zwischen sozialistischem Anspruch und sozialistischer Wirklichkeit hat er von seiner frühen Kindheit an gelebt. Was in Zukunft gebraucht wird, sind nicht Genies, Zyniker, nicht Menschenverächter, nicht Taktiker, sondern schlichte, einfache, gerade Menschen. Wir ehren Arjan Nuskin für ihre großartige Theaterarbeit, für ihren Glauben und ihre Tat, der Kunst eine langfristige Wirkung und Kraft zuzuschreiben und für ihr Engagement, sich für politisch verfolgte Künstler mit Vehemenz einzusetzen. Ein Einsatz, der Minuschkin keine Zeit für Ehrungen lässt. Ihre Freundin und Ensemblemitglied Chagayek Beheshti nimmt den Preis mit nach Frankreich. Vor genau 50 Jahren steuerte der Kalte Krieg mit dem Bau der Berliner Mauer auf einen bedrohlichen Höhepunkt zu. Der eiserne Vorhang trennte nicht nur politische Systeme, sondern auch Familien, Freunde und die zwei Staaten des geteilten Deutschlands. Ein Autor, ein Buch, ein Film hat dieses zeitgeschichtliche Drama in einer schier unglaublich weitsichtigen, dichten und emotionalen Gesamtschau gefasst. John le Carrés mit »Der Spion, der aus der Kälte kam«. Le Carré schreibt über den Kalten Krieg und schöpft daraus Überzeugung für sein zentrales Anliegen, die Vollendung eines geeinten Europas. Niemals zuvor haben die Mitglieder der europäischen Familie einander nötiger gehabt. Und niemals zuvor haben wir das neue Deutschland mehr gebraucht als heute. Mit der Goethe-Medaille ehrt das Goethe-Institut jedes Jahr Künstler und Kulturschaffende aus der ganzen Welt. Der Preis würdigt besonderes Engagement für die kulturelle Auseinandersetzung mit Deutschland.